Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt PS5-Reihe. Wir kommen jetzt nämlich zur Familienverwaltung. Also wir sind bei Einstellungen schon drin, wir haben schon mehrere Punkte, Benutzerkonten und Netzwerk und so durchgearbeitet. Wir kommen jetzt zu Familie und Kindersicherung. Dieser Punkt müsste bei der PS4 genauso sein. So, und da sind wir jetzt drin. Wir haben jetzt hier den obersten Punkt Einschränkungen der Konsole, also der PS5-Konsole, Familienverwaltung und betroffene Konten. Da steht meine Tochter drin. So, Einschränkungen, gehen wir mal rauf. Der Standardwert ist hier erstmal 4x die 0. Das können wir dann hier unten ändern. Da können wir dann praktisch ein neues Passwort eingeben. Ich will jetzt kein neues Passwort einrichten. Wir können beim obersten Punkt Benutzereinstellungen und Gastlogin. Benutzererstellung, Entschuldigung. Benutzererstellung, Gastlogin verhindern. Verhindert, dass unbefugt auf PS5 Benutzer erstellen und als Gast sich einloggen. Außerdem können vorhandene Konten sich nicht bei PlayStation Network anmelden, wenn sie nicht zuvor noch. Was, wenn sie es zuvor noch nie getan haben. Ja, da können wir dann jetzt hier zulassen oder nicht zulassen. Ja, das heißt halt, Unbefugte können nicht, also wenn jetzt neue, wenn euer Kind jetzt ein neues Konto erstellt, ja, spielen wir dann halt irgendwelche Spiele oder so, und gehen dann halt online. Wenn das Profil noch nie online war, kann das Profil auch nicht online gehen. Das habe ich halt an. Also kann man, ist standardmäßig an. Die Kindersicherung für Benutzer, für neue Benutzer. Ja, da könnt ihr denn, wenn jetzt ein Benutzer erstellt wird, also praktisch euer Kind erstellt auf der Konsole einen neuen Benutzer, weil sein Konto halt in der Familienverwaltung auf 12 ist, kann es halt nur Spiele bis 12 spielen und dann erstellt es einfach einen neuen Benutzer. In der Hoffnung kann man 18er Spiele spielen oder 16er oder so. So. Das ist halt Standard, kann man dann halt sagen, nein, wenn ein neues Profil erstellt wird, definitiv darf das neue Profil nur Spiele bis 12 Jahre spielen. Dann könnt ihr Altersstufe für Blu-rays und Disc einstellen, aber da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das alles bedeuten soll mit den, weil das geht ewig weit hoch. Disc genauso gleiche. Länder und Region haben wir jetzt United States. Müssen wir auf Deutschland machen. Germany. So. VR. Also für Kinder unter 14 ist unter 12 ist nicht geeignet. Wir wollen es entweder nicht einschränken oder einschränken. Wir wollen es einschränken. Dass halt Kinder unter 12 Jahren das nicht benutzen können. Also wenn ihr dann praktisch euer Profil da auf 6 Jahre habt und ein Kind dann VR anschließt, kannst du damit nichts machen, weil es eingeschränkt ist. Surfen im Web können wir auch einschränken. Wenn man im Webbrowser, URLs, Nachrichten, Links, Webseiten in Spielen, genau, einschränken. Dann kann man da auch bestimmte URLs und so nicht aufrufen oder allgemein nicht aufrufen. Den Webbrowser gibt es so auf der PS5 eigentlich gar nicht. Aber das zeigt, dass der irgendwann wiederkommt. So. Einschränkungen der PS5-Konsole vorübergehend aufheben. Das heißt, wenn wir selber irgendwas an der PS4 oder PS5 machen wollen und uns die Einschränkungen und jedes Mal Passwort eingeben, zu blöd sind, einfach einmal reingehen, vorübergehend deaktivieren. Dann kann man hier Spiele, Blu-rays, das steht dann alles da, was dann vorübergehend aufgehoben wird. Und wenn wir dann hier wieder reingehen, seht ihr, das ist halt immer noch begrenzt auf 12 Jahre. Aber das werde ich bei mir mal hochstufen. Nicht eingeschränkt. Weil an meine geht sie nicht an. Dann gehen wir auf Familienverwaltung. So. Beim Familienmanager bin ich, da sieht man nur meine Daten.
Also E-Mail-Adresse, Name und ID. Und hier können wir dann ein Familienmitglied hinzufügen. Ja, also hier können wir dann einstellen, das zeige ich euch gleich. Ich will euch nur erstmal zeigen, Familienmitglied hinzufügen. Das macht er entweder über die App mit dem QR-Code oder halt über die Webseite. Die habe ich auch schon mal aufgerufen. Na, anmachen. So, und da melden wir uns einfach mal an. Also was da steht, PlayStation.com aktiviert auf Familie und so, das ist einfach der Sony Network Account. So. Und da sind wir dann da und da sollen wir dann, wie da oben steht, auf Familienverwaltung gehen. Da sind wir auch automatisch drin. Da können wir auch hier einfach ein Familienmitglied hinzufügen. Ja. Und hier kann man dann einen Erwachsenen hinzufügen, da gibt man die E-Mail-Adresse ein und dann schickt man eine Einladung. Und dann steht bei Familienverwaltung halt noch ein Erwachsener drin, der dann auch über seinen PlayStation-Account in die Familienverwaltung reingehen kann. Also sagen wir mal, ihr habt Muttern drin noch, also Vater und Muttern, dann Muttern ihr Profil hier noch mit drin und dann braucht man halt nicht von Mutters Profil in Vaters Profil, damit man bei der Familienverwaltung hingeht, um Söhnchen oder Töchterchen mehr Zeit zu geben oder da was einzuschränken. So kann Mutter auch jederzeit über ihr Profil Familienverwaltung und Sachen einstellen. Genauso geht es dann halt auch über die Webseite. Alles ohne Probleme. Wir können auch natürlich ein Kind hinzufügen. So habe ich das gemacht. Also ich habe einen Account erstellt, einen ganz normalen PSN-Account und habe da natürlich auch das echte Geburtsdatum von meiner Tochter genommen. Ganz wichtig, nehmt immer euer echtes Geburtsdatum, das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Und wenn ihr denn mit irgendwie einen Fehler habt auf eurem Profil und ihr euch mit Sony in Verbindung setzt, die fragen nach dem Alter und wenn ihr dann euer Datum nicht mehr wisst, was ihr da drin hattet, dann können sie euch nicht, vielleicht meistens nicht weiterhelfen und sagen, ja, falsches Datum. E-Mail-Adresse, Passwort, okay, aber falsche Datum. Also das ist alles zur Sicherheit, falls euer Account mal gehackt wird. Da gibt er dann zum Beispiel ein 1. Januar und zum Beispiel meine Tochter ist 2007 geboren, also 14. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hätten meine kleine Tochter, so, also ist nur zu klein, aber ja. Was haben wir jetzt, 2021, sagen wir 2011, ja, wäre sie jetzt praktisch das Kinderprofil, wäre dann 10 Jahre alt, weiter, dann kann man die E-Mail-Adresse hinzufügen, die das Kinderprofil hat, Passwort, ach nee, die kann man komplett erstellen hier, das ist anders, das war damals, wo ich sie gemacht habe, nicht so, da konnte ich dann auch einladen, aber okay, jetzt gibt man dann die E-Mail-Adresse ein. Und muss auch eine eigene E-Mail-Adresse sein, die das Kinderprofil dann hat, Passwort wiederholen. Und dann geht man weiter und dann hat man ein PSN-Profil erstellt, was dann hier unten drin steht, was man dann ganz normal, wenn man auf der PlayStation sich anmeldet, E-Mail-Adresse, Passwort anmelden kann. Aber es steht dann halt hier in der Familienverwaltung drin und kann von uns verwaltet werden. Und alle Punkte, die wir jetzt hier sehen, ja, Einschränkung von der Zeit, von der Disk und so, hier hat sie jetzt zum Beispiel keine Zeit mehr. Ja, die könnte jetzt nicht mehr spielen, meine Tochter. Außerhalb der spielbaren Stunden. Wir gehen aber mal wieder zurück. Alles das könnt ihr, Tigerchen, hier, wenn ihr raufgeht, auch separat einschalten. Ich habe jetzt mal alles auf 0 Minuten und so gesetzt, ihr habt vorhin, damit ihr das sehen könnt. Zum Beispiel, heute bereits gespielt, wir waren nicht da, also da hat sie nicht gespielt. Wir können die Spielzeit für heute ändern. Ja, wir können jetzt sagen, Spielzeit für heute, halbe Stunde. Dann darf die Kleine heute eine halbe Stunde spielen. Wir haben jetzt schon, ja, wir haben nach 0 Uhr, also aber nur in der Zeit, die ich begrenzt habe, von 13 bis 17:30 und bereits gespielt halt 0 Minuten, weil heute
die Zeit ist noch nicht ran. Wir sind jetzt gerade mal bei 2.35 Uhr und um 13 Uhr darf sie ja spielen. Können wir auch gerne mal auf 0 wieder zurücksetzen, anwenden. Stellt nachher dann alles wieder separat ein. Spielzeiteinstellungen eingeschränkt. So. Die Spielzeit endet, von der PS5 ausloggen. Steht dann natürlich, wenn er das auf der PS4 macht, von PS4 ausloggen. Wird um die 5 Minuten vorher warnen. Alle 5 Minuten, ja, wird gewarnt. So, Dauer der spielbaren Stunden. Jeden Tag gleich. Jeden Tag. Und dann kann man die Zeit einstellen. Ihr könnt aber auch nach Wochentag machen. Und dann könnt ihr hier jeden Tag eintragen, wie viel Zeit, also von Montag bis Freitag, hat meine Tochter zum Beispiel in der Regel 2 Stunden, die sie spielen darf. Dann kann man dann hier einstellen. 2 Stunden. So. Startzeit. Weil ich nicht möchte, dass sie vorm Mittagessen spielt. 13 Uhr. Und sie soll auch nicht zu lange spielen. 17:30 Uhr, da ist dann unser, kann man dann eine Armbrot vorbereiten. Dann hat sie für Montag 2 Stunden von 13 bis 17:30 Uhr. Um euch das zu erleichtern, jeden Tag gleich, empfehle ich euch. 2 Stunden, 13, zack. Und dann nach Wochentagen, nee, geht nicht mehr. Also früher ging es mal so, dass er das dann für jeden Tag übernommen hat. Und so stellt er das dann einfach für jeden Tag ein. Und Samstag und Sonntag natürlich auch erst nach dem Mittagessen. So. Da darf sie dann nur länger. Aber halt auch nur Zeit bis vor Mittagessen. Und da darf sie dann anstatt 2 Stunden, darf sie da 3 Stunden spielen. Und so könnt ihr das für jeden Tag einstellen. Oder ihr sagt halt von vornherein, jeden Tag gleich, jeden Tag 2 Stunden von 13 bis 17 Uhr. Null Minuten und dann kann sie machen, was sie will. Wenn 0 Minuten eingestellt ist, dann ist 0 Minuten. Dann kann sie aber auch keine DVD gucken, gar nichts, sie kommt gar nicht ins Konto rein. So, Zeitzone haben wir Berlin. Kindersicherung anpassen. Hier empfehle ich euch, bei PS5 geht es ein bisschen genauer. So. 13 Jahre alt, 14 Jahre alt. Alter für das Kind. Ja, wegen Profil. Also wir können hier auch nicht höher gehen, weil wir das Profil ja begrenzt haben. Also praktisch erstellt haben mit dem echten Alter. Also ich kann hier nicht höher gehen als 14 Jahre alt. So, genauso ist es bei der PS3. Da können wir sogar bis 18 hoch, PS3 und PS4. Also da ist es ein bisschen ungenauer. Also auf der PS5 haut es irgendwie mit den Daten irgendwie. Was sie da angepasst haben, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls läuft es mit der Altersbeschränkung hier anders. Hier kann man nicht höher machen. Bei der PS4 und PS3, da kann man dann noch höher machen und dann könnte das nicht eingeschränkt. Dann könntest du da, wenn sie auf der PS4 oder so spielt, ihre Sachen, auch andere Sachen spielen. Ihr müsst halt nur aufpassen, hier 15 steht zweimal, 12 steht zweimal drin. Ich habe hier zum Beispiel 15, kommt dann 16 noch mit zu, hier auch. So, ich habe 12 drin. Ja, dann haben wir jetzt hier mit dem Blu-ray-Code, DVD nicht eingeschränkt. Germany. Nutzung von VR eingeschränkt. Ja, Jutta, könnte ich jetzt, also sie ist jetzt 14. Sie bräuchte jetzt nicht mehr eingeschränkt. Surfen im Web habe ich eingeschränkt. Man weiß nie, was so ist. Das ist die Kommunikation. Also Texte, Bilder, Videos und so, was sie sich mit anderen Freunden im PSN hin und her schicken können. Chat Messenger und alle drum und dran. Ist nicht eingeschränkt. Wenn ihr sagt, wer weiß, was die sich da hin und her schicken, könnt ihr doch einschränken.
einschränken. Und hier ist jetzt was ganz wichtig: Bei Kinderprofilen könnt ihr direkt kein Geld aufladen. Also wenn ihr im Kinderprofil seid und Geld aufladen wollt, geht das nicht. Ihr könnt direkt dort kein Geld aufladen. Das Kinderprofil kann auch PlayStation Plus werden, aber das Geld müsst ihr über euren Account dann verwalten, also über diese Familienverwaltung. Da geht ihr rein, monatliches Ausgabelimit, und dann könnt ihr sagen, kein Limit oder 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Ja, und dann hat das Kind jetzt monatlich 20 Euro zur Verfügung, was sie denn sich Sachen kaufen kann. Diese 20 Euro werden aber von eurem PSN-Account runtergeladen. Also wenn ihr kein Geld drauf habt, kann man nicht einkaufen, kann man nicht runterladen. Und dann speichern wir das einfach. So. Zugelassene Spiele. So. Das ist jetzt nur in der PS5 möglich. Ja, da können die Kinder Anfrage stellen, ob sie dieses oder jenes Spiel spielen können. Tony Hawk ist, habe ich ihr erlaubt, kann sie spielen. Ist ja nur ein Skater-Spiel. Ich glaube, das ist sogar ab 16. Es kommt aber auch vor, dass Spiele, die ab 12 sind, nicht spielbar sind. Warum, weshalb, kann ich euch nicht sagen. Und da kann ein Kind dann eine Anfrage stellen, und dann geht man hier rein und dann sagt man, okay, Anfrage gestatten. Ja, also steht dann hier Anfrage oben, da steht jetzt nichts drin. Man kann sich aber auch jederzeit umgestalten und sagen, abbrechen oder nicht mehr erlauben, und dann kann das Kind das Spiel nicht mehr spielen. So. Kommunikation. So. Wenn Kommunikation und benutzerseitig Inhalte auf eingeschränkt eingestellt sind, darf dein Kind keine Kommunikationsfunktion verwenden, die zur Interaktion mit anderen Spielern benutzt werden. Wenn ein Kind Kommunikationsfunktionen in einem bestimmten Spiel verwenden möchte, kannst du eine Ausnahme für das betreffende Spiel erstellen und ihm Nutzung, Kommunikationsmöglichkeit erlauben. So, heißt übersetzt, zum Beispiel Fortnite hat einen Ingame-Chat und ist eine Kommunikationsmöglichkeit. Wenn das eingeschränkt ist, und das war es mal bei uns, gehen wir nochmal hier, Kindersicherung anpassen. Ja, Kommunikation und nicht eingeschränkt. Aber es war mal eingeschränkt. Aber genauso, die Spiele, die jetzt hier drinnen stehen, die waren, also da war das schon ausgeschalten. Und trotzdem musste sie mir eine Anfrage stellen. Die stehen dann oben bei Anfrage drin, und dann kann man das zulassen. Man kann das aber auch jederzeit nicht mehr erlauben, und dann ist da nicht mehr Kommunikation mit anderen. So. Also wie gesagt, es ist halt noch sehr kurios, warum, weshalb manche Sachen funktionieren, manche Sachen nicht funktionieren. Mit dem Anfragen, das haben wir jetzt mit der Beta-Software der PS4 auch, dass Kinder da eine Anfrage stellen können. Da habe ich auch ein Video gemacht. Ich weiß nicht, wie schnell die Videos hier jetzt online kommen, ob die Beta-Software denn schon für die PS4 komplett released ist oder nicht. Also das, ich rede von der Firmware 9.00 für die PS4. Ja, also manchmal, obwohl es zugelassen ist, muss man trotzdem bestätigen. Genauso wie bei Spielen, die eigentlich spielbar sind, muss man es bestätigen. Also da steckt man nicht hinter. Also meistens funktioniert es wirklich reibungslos, aber ab und zu hat man dann so eine Sache, wo man dann extra noch genehmigen muss. So, Informationen zu Familienmitglied. Da steht dann Ihre ID, also Online-ID und Ihre E-Mail-Adresse. Und hier könnten wir das Passwort zurücksetzen, wollen wir nicht machen. So, das war es eigentlich zur
Familie und Kindersicherung. Also ich finde, im Gegensatz zu früher mit der normalen Kindersicherung, das jetzt so wesentlich besser gelöst mit dieser Familienverwaltung, dass wir von unterwegs sogar freigeben können. Also wenn sie mich anruft, sagt Papa, das funktioniert nicht und ja, kannst du mal freigeben. Und dann gehe ich halt in die App und sage hier Familienverwaltung, guck mir die Anfrage an, welches Spiel das ist. Und dann kann ich sagen, ja oder nee. Und kann auch das Alter separat begrenzen. Was bei der PS5 besser hinhaut als bei der PS4. Bei der PS5 geht wirklich nur das Alter, wie das Profil ist. Und das, also jetzt 14. Das wird dann natürlich, wenn sie 15 ist, steht dann 15 da. Wenn sie 16 ist, 16 da. Was bei der PS4 nicht so geht, da kannst du halt nur, da stehen alle Altersstufen und du musst die Altersstufe aussuchen, die du begrenzen willst. Ich hoffe, das patchen sie auch mal und dass das dann vernünftig funktioniert. Würde mich freuen. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt damit weiterhelfen. Ach, und für die, die jetzt fragen, wegen Passwort hacken und oder ich habe angeblich mein Passwort vergessen. Wenn ihr das Passwort vergessen habt, habt ihr das vergessen. Dann ist A-Karte. Dann könnt ihr die Konsole nur zurücksetzen. Und über die Familienverwaltung, also der Familienchef kann dann da über die Familienverwaltung wieder, vielleicht wieder rein und das Passwort wieder, dass es da 00 ist, ich habe es noch nicht getestet, und könnte dann bei dem dementsprechenden Account das einstellen, muss man dann aber auch das Passwort eingeben, E-Mail-Adresse, Passwort, alle drum dran. Kinder, ihr könnt das nicht ändern. Wenn eure Eltern das festgelegt haben auf ein bestimmtes Alter, geht das nicht. Vielleicht haben sie deswegen bei der PS5 auch so geändert, dass man über das Alter vom eingestellten Konto nicht hinausgehen kann. Das heißt, selbst wenn ihr in die Einstellung reinkommt, ihr habt eine PS5 und ihr kommt in die Einstellung rein von über das Familienprofil von eurem Vater aus oder so, weil ihr Handy gerade griffbereit habt und ihr die Passwörter alle wisst, habt ihr gesehen, ihr könnt euren Account nicht höher setzen als das Alter, was ihr habt auf der PS5. Es ist nicht möglich. So, genauso könnt ihr in euer Profil nicht reingehen und da das Alter ändern, weil das Alter, das gibt man bei Erstellung vom Profil ein, das ist wichtig, das muss so sein, das ist eine Sicherheitsabfrage von Sony, wenn euer Account mal gehackt wird, das ist ganz wichtig, dass man da das Alter angibt, Datum, Tag, Monat, Jahr, weil man das kann man nicht ändern. Wenn man einen Account von jemandem übernimmt oder stiehlt, besser gesagt, das ist eine Sache, die man nicht ändern kann. Also es bringt euch nichts. Und ich kann euch da nicht helfen, wie man ein Passwort umgehen kann. Man kann das Passwort nicht umgehen. So. Nur so viel dazu, weil beim PS4 Schritt für Schritt Video und PS3 habe ich so viele Nachrichten gekriegt und ja, es geht halt nicht. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.